some may have concerns about Fukushima. Let me assure you, the situation is under control. Mako und Ken Noshidori sind seit der Atomkatastrophe vom März 2011 als unabhängige Journalisten unterwegs. Sie gehören zu den wenigen in Japan, die auch heute noch zu den Auswirkungen der Katastrophe auf Gesundheit, Umwelt und Gesellschaft recherchieren. Auch berichten sie zur Situation des havarierten Kraftwerks und seiner Arbeiter. Vor allem aber setzen sie sich für die Opfer der Atomkatastrophe ein. Für besorgte Mütter in Fukushima oder die Evakuierten aus den verstrahlten Gebieten. Letztere begleiten sie an Gerichtsverhandlungen im ganzen Land. Ist das heiß? Alles bestens. Wir sind früh dran. Ja, wir sind früh. Gut. Während Japan für die bevorstehenden Olympischen Spiele Milliarden ausgibt, kämpfen die vergessenen Opfer der Atomkatastrophe um angemessene Entschädigungen. Guten Tag, guten Tag. Vielen Dank, wirklich. Vielen Dank. Ich bin so froh, dass Sie gekommen sind. Wirklich. Vielen Dank. In allen 47 Präfekturen dieses Landes gibt es viele Menschen, die gleich empfinden und das heutige Urteil mit Spannung erwarten. Wären frühzeitig Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt worden, hätte man einiges verhindern können. Die Atomkatastrophe ist ein Verbrechen, das von der Regierung und der TEPCO im AKW Fukushima Daiichi verübt wurde. Es ist nicht übertrieben, das so zu benennen. So viele Menschen wurden ihrer Gesundheit, ihrer Arbeit, ihrer gesamten Lebensgrundlage beraubt. Es geht nicht nur um die Häuser und den Boden. Unser ganzes Leben wurde uns geraubt. Der Staat, der das mitverschuldet hat, und die TEPCO müssen Verantwortung übernehmen. Doch niemand ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. So präsentiert sich dieses Land gegenüber der Welt. Lasst uns alles dafür tun, dass die Regierung und die TEPCO endlich Verantwortung für den Atomunfall übernehmen. Vielen Dank. Von den 160.000 Menschen, die nach den Reaktorexplosionen evakuiert wurden, leben heute noch 40.000 fern ihrer Heimat. Viele von ihnen stammen aus Gebieten, die inzwischen nicht mehr als Sperrzonen gelten, aber immer noch verstrahlt sind. Sie fordern, entschädigt zu werden, auch wenn sie ihrem einstigen Wohnort aus Sorge um ihre Gesundheit freiwillig fernbleiben. Über 30 Gerichtsverhandlungen finden derzeit in Japan statt, mit etwa 12.000 Klägerinnen und Klägern. In einigen Prozessen appellierten die Geschädigten an die Richter, keine Urteile zu fällen, ohne zuvor Fukushima besucht zu haben. Wenigstens einmal sollten sie vor Ort mit einem Messgerät in der Hand die Situation überprüfen.
Sie sollten sich selbst vergewissern, was für Zahlen angezeigt werden und erst danach urteilen. Denn vor Gericht stellen Vertreter des Staates oder der Betreiberfirma TEPCO den Geschädigten immer wieder dieselbe Frage. Ob es wirklich so schlimm sei in Fukushima, dass sie weiterhin im Exil leben wollen? Ja, immer. Sie sagen zu den Klägern, weil es ihnen an Wissen fehlt, haben sie Angst vor der Strahlung. Solche Aussagen werden gemacht. Es geht uns nicht nur darum, Entschädigung zu erhalten. Eigentlich wollen wir unser früheres Leben vor der Atomkatastrophe zurück. Doch so groß dieser Wunsch ist, er wird sich nicht erfüllen. Mein Zuhause wurde verstrahlt und die ganze Umgebung wurde zu einem gefährlichen Gebiet. Ist dies unsere Schuld? Ich glaube nicht. Schuld sind der Staat und die TEPCO. Guten Tag, mein Name ist Marco Oshidori. Und ich bin Ken. Ich bin Ken Oshidori. Guten Tag. Guten Tag. Als die Atomkatastrophe ausbrach, dachten wir, dieses Land sei am Ende. Als wir die Bilder der Explosionen sahen. Ja. Das war unsere Befürchtung. Doch als wir recherchierten, erlebten wir einen weiteren Schock. Während sich die Katastrophe über Jahre hinzieht, geht dieses Land, diese Gesellschaft überhaupt nicht angemessen mit diesem Thema um. Ja, wirklich. Bis letzten Monat war ich noch im Wahlkampf aktiv. In allen Ecken des Landes habe ich über die Atomkatastrophe gesprochen. Ich habe ununterbrochen geredet. Da fragten mich Passanten, ist die Katastrophe immer noch im Gang? Ist sie noch nicht vorbei? Das wusste ich nicht. Die Leute haben mir viele Fragen gestellt. Ich hatte keine Ahnung, dass es immer noch Probleme gibt. Da stimmt doch etwas nicht. Viele denken, die Atomkatastrophe sei vorbei. Aber die Katastrophe ist noch in vollem Gang. Der ausgerufene Notstand ist immer noch in Kraft. Wir denken, dass nur darauf gewartet wird, dass die Leute das Interesse verlieren oder das Gefühl haben, inhaltlich überfordert zu sein. Es wird darauf gewartet, dass die Leute den Anschluss verlieren und aufgeben. Ja, darauf wird gewartet. Sie denken, dass es nicht mehr lange dauert, bis sich sowieso niemand mehr interessiert. Bis man vergisst. Ja, genau. Der Mensch ist ein vergessliches Wesen. Obwohl es eine Katastrophe war, die die ganze Welt erschüttert hat, ist Fukushima heute nur noch am Jahrestag ein Gesprächsthema. Ich erlaube mir, Ihnen für einen kurzen Moment den Rücken zuzuwenden. Verzeihung. Als Premierminister Abe in Buenos Aires verkündete, dass die Olympischen Spiele nach Tokio kommen, war mir klar, was das bedeutete. Man würde in Fukushima alle negativen Spuren beseitigen. Wenn ich das nicht möglichst bald dokumentierte, würde die Regierung es ungeschehen machen. Mit diesem Gedanken habe ich mich eilig an die Arbeit gemacht.
Erst etwa 2 Jahre waren vergangen, seit die Leute geflohen waren. Und es fühlte sich so an, als würden jeden Augenblick Menschen aus den Häusern treten. Damals waren die Wiederaufbauarbeiten noch nicht fortgeschritten. Es gab zwar Indizien für menschliches Leben, doch es war komplett still. Ich war plötzlich ganz allein in einer Stadt ohne jegliche Alltagsgeräusche. In der Sperrzone gibt es Orte, die man auch in der Nacht betreten darf. Wenn man dorthin geht, hat man wirklich das Gefühl, die Welt der wilden Tiere zu betreten. Es sind Orte, wo man vor Angst zu zittern beginnt. Es ist nicht nur die Geräuschkulisse, die gesamte Atmosphäre wirkt auf einen ein. Es fühlt sich so an, als wäre man selber ein wildes Tier geworden. Hier sieht man Reaktorblock 3. Und 4 Kilometer weiter die Straße, durch die die Fackelläufer rennen werden. Olympische Spiele zu organisieren bedeutet, dass man die Umgebung zur Kulisse umgestaltet. Was für das betreffende Land unangenehm ist, wird bereinigt oder beschönigt. Unter Wiederaufbau verstehen die Behörden, neue Häuser zu bauen. Schöne Gebäude werden errichtet. Was kaputt ist, wird eingeebnet und mit Beton zugedeckt. Beispielsweise wurde die Joban-Zuglinie wieder eröffnet. Dafür wurde ein hochmodernes neues Bahnhofsgebäude gebaut. Daran wird man die Fackelläufer vorbeilaufen lassen. In Tomioka hat der Tsunami alles zerstört. Nun hat man dort viele neue Wohnhäuser errichtet. Die Route führt mitten durch diese Wohnsiedlungen. Es ist, als ob man die olympischen Fackelläufer durch ein perfekt inszeniertes Filmset rennen lässt. Dieses Set soll herangezoomt und die entsprechenden Bilder in die Welt verschickt werden. Von den olympischen Disziplinen werden in der Präfektur Fukushima, hier im Fukushima Azuma Stadion, Baseball- und Softballspiele durchgeführt. Die Präfektur möchte zeigen, dass sie sich seit dem Tsunami und der Atomkatastrophe verändert hat.
Wir möchten der Welt zeigen, dass Fukushima sich erholt hat und nach vorne schaut. Was die Bedenken wegen der radioaktiven Strahlung angeht, so wurden unmittelbar nach der Katastrophe 12% der Präfektur zu Evakuierungsgebiet erklärt. Heute sind nur noch 2,4% von Fukushima gesperrt. Die restlichen Gebiete wurden als sicher beurteilt, sodass man dort wieder leben kann. Der Grenzwert für radioaktive Strahlung, auf dessen Grundlage man die Sperrgebiete geöffnet hat, wurde nach der Atomkatastrophe auf das 20-fache, von einem auf 20 Millisievert pro Jahr erhöht. Auf einen Höchstwert, der normalerweise für Arbeiter in einem japanischen Atomkraftwerk gilt. Obwohl die Internationale Strahlenschutzkommission diesen Grenzwert nur für Notsituationen vorsieht, ist er in Fukushima bis heute in Kraft. Es ist das Resultat einer Abwägung von Kosten und Nutzen, mit dem Ziel, die Zahl der Evakuierungen möglichst gering zu halten. Die schwarzen Säcke, gefüllt mit abgetragener Erde und Überbleibseln abgerissener Häuser, sind zu Sinnbildern geworden für die nicht endende Sisyphus-Arbeit im Kampf gegen einen unsichtbaren Feind, den man selber ins Leben gerufen hat. Das gigantische Dekontaminierungsprogramm der japanischen Regierung ist inzwischen offiziell abgeschlossen. Doch nur rund 20% der verstrahlten Gebiete konnten gesäubert werden. Und das Atomkraftwerk ist nach wie vor nicht unter Kontrolle. Nicht einmal Roboter halten der enorm hohen Strahlung im Inneren des Reaktors stand. Laut Angaben der Betreiberfirma TEPCO wird der Rückbau noch mindestens 40 Jahre dauern. Vor mehr als 8 Jahren hat die japanische Regierung den atomaren Notstand ausgerufen. Und er gilt bis heute. Im Vergleich zu damals hat sich am Krisenzustand überhaupt nichts verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, wir haben uns alle an den Zustand gewöhnt. Wir sind abgestumpft und nehmen die Verstrahlung nicht mehr ernst. Aber unsere Zellen sehen das ganz anders. Aus historischer Perspektive ist es ja nicht das erste Mal, dass die Olympischen Spiele dazu missbraucht werden, um etwas Schreckliches zu verheimlichen oder um die Aufmerksamkeit der Leute von wichtigeren Dingen abzulenken. Die Geschichte wiederholt sich. Aber wir müssen etwas dagegen tun und eine andere Geschichte erzählen. Ich besuchte ein Museum in Saitama. Im Museum waren diese riesigen Gemälde ausgestellt. Es sind riesige Faltbilder, die Hiroshima-Tafeln. Sie wurden von Toshi und Iri Maruki kreiert, eine Malerin und ein Maler, die miteinander verheiratet waren. Keiner der beiden war am 6. August 1945 in Hiroshima. Sie gingen erst nach dem Atombombenabwurf dorthin. Dennoch waren sie großen Strahlendosen ausgesetzt.
Deswegen wussten sie, was die Atombombe den Menschen langfristig antat. Ich denke, eine Triebfeder ihres Schaffens war, dass die amerikanischen Besatzer Äußerungen zur Atombombe verboten hatten. Sie ahnten, dass man im Begriff war, dieses furchtbare Verbrechen gegen die Menschheit zu verleugnen, zu vertuschen und am besten aus der Geschichte auszulöschen. Erased from history. Als ich die Bilder zum ersten Mal erlebte, spürte ich, wie sie mich in einen Sog zogen. Das erinnerte mich an etwas. Ich überlegte, was das war. Dieses Gefühl erinnerte mich an etwas. Plötzlich wusste ich es. Ein Papiertheater, ein Kamishibai. Ich überlegte mir, dass ich auf der Grundlage dieser Gemälde ein Kamishibai machen sollte. Als ich an der Story arbeitete und einen Protagonisten suchte, begegnete ich dieser Katze. Zuerst dachte ich, dass die Katze die Protagonistin sei, doch dann stellte sich heraus, dass sie die Erzählerin ist. Und der Protagonist, das sind die Zellen. Die Zellen, die uns Leben spenden, die Zellen unserer Körper, die Zellen aller Lebewesen. Ich befand mich also im Zwiegespräch mit diesen Bildern und fragte mich, was die Essenz meiner Geschichte sein würde. Da begriff ich, dass die Essenz darin besteht, dass wir alle aus lebendigen Zellen bestehen und dass unsere Zellen der radioaktiven Strahlung ausgesetzt werden. Die Experten sagen, oh, das hat keinen Einfluss auf die Gesundheit, alles ist in Ordnung, keine Sorge. Aber wenn wir unsere Zellen anschauen, so werden sie angegriffen, sie werden zerstört und ihre DNA wird verändert. さあ、目を見開いてぐぐぐぐっと100倍大きく1000倍大きく大きくぐっと1万倍細胞は見えるけど元気じゃない。新しい細胞がもう作れないんだ。 Die Vorstellung, dass es sicher sei, dass das, was in Fukushima geschieht, nicht gefährlich sein soll, ist vollkommen idiotisch.
Ich hatte mich schon lange vor der Atomkatastrophe mit radioaktiver Strahlung beschäftigt und mich in diesem Bereich engagiert. Ich wurde deswegen jahrelang als eine sonderbare Person angesehen. Doch dann, nach dem Unfall in Fukushima, waren alle verunsichert. Da meldeten sich plötzlich wahnsinnig viele Bekannte bei mir. Es war wirklich so. Befreundete Mütter von Kindergarten und Schulkindern konnten nicht miteinander sprechen. Doch wenn sie mit ihren Sorgen hierher kamen, konnten sie über ihre Ängste reden, die sie in sich verschlossen hielten und die sie nicht einmal ihren Ehemännern anvertrauten. Sie weinten sich bei uns aus und schöpften Kraft. Das war hier ein solcher Ort. Für viele ist es schwierig, den Unterschied zwischen Strahlung in Lebensmitteln, im Boden oder in der Luft zu unterscheiden. Auch wenn beispielsweise die in der Luft gemessene Strahlung weniger als einen Millisievert pro Jahr beträgt, kann es sein, dass die Erde am gleichen Ort viel höhere Werte aufweist. Auch viele Japaner verstehen diese Unterscheidung nicht. Wenn man radioaktive Partikel einatmet, dann ist das Risiko viel größer. Die Partikel in der obersten Erdschicht sind so gefährlich, weil sie aufgewirbelt und eingeatmet werden. Darüber hinaus gibt es große Unterschiede zwischen gereinigten und nicht gereinigten Orten. Die japanische Regierung möchte unbedingt, dass die Olympischen Spiele ein Erfolg werden. Deswegen werden sie die Orte, an denen Spiele durchgeführt werden, so gut wie möglich dekontaminieren. Bis zum letzten Moment. Aber wenn man die Strahlenwerte etwas abseits an einer Nebenstraße in der Nähe eines Waldes misst, dann können sie dort sehr hoch sein. Da gibt es ein Missverhältnis. Wenn man die Athleten vor Strahlung schützen kann, dann sollte man das für ganz Japan tun. Die Bauern zum Beispiel arbeiten in Gebieten, in denen die Strahlenbelastung den Grenzwert für beruflich strahlenexponierte Personen oftmals übersteigt. Sie sollen Masken, lange Ärmel und lange Hosen tragen. Und wenn sie Staub eingeatmet haben, sollen sie gurgeln und die Nase schneuzen. Sie wenden sich jedes Jahr an den Staat und fragen, weshalb sie nicht richtig geschützt werden. Was ist mit unseren Körpern? Der Wind weht, Staub fliegt durch die Luft und wir atmen ihn ein. Er fliegt in unsere Augen. Soll das etwa in Ordnung sein? Geht euch das nichts an? Ist es euch egal, solange es nicht in die Lebensmittel gelangt? Sind wir Bauern euch egal? Nein, keineswegs. Deshalb wollen wir, dass ihr messt. Da kommt mir noch etwas in den Sinn. Ihr habt die Auswirkungen des radioaktiven Niederschlages nicht gesehen, oder? Wir Landwirte schon. Er hatte erschreckende Auswirkungen. Das Gras sah ganz künstlich aus. Es wurde grün, schwarz und enorm groß. Weil wir solche Dinge sehen, haben wir Landwirte Angst. Es kann nicht sein, dass das keine Auswirkungen auf den menschlichen Körper hat. Vielleicht gibt es Leute, die denken, dass wir alt sind und nicht mehr ewig leben werden. Aber wir haben Kinder, Enkelkinder und Urenkel. Genau. Weil wir sehen, was los ist, haben wir Angst. Ihr aber seht nichts und wisst deshalb nichts. Die Bewohner von Fukushima müssen sich damit abfinden, noch lange Jahre in einer potenziell gefährlichen Umgebung zu leben. Die Abgrenzung der Sperrzonen bietet dabei nur scheinbare Sicherheit. Vielmehr erinnern die in der Zeit erstarrten Bilder jenseits der Schranken an das wahre, noch nicht geheilte Fukushima.
Und diejenigen, die ihrer Heimat fernbleiben, sind der Strahlung zwar entkommen, doch tragen sie schwer am Schicksal der Heimatlosigkeit und Entfremdung.避難所から避難所へ転々と避難所から避難所へ何度も何度も繰り返しようやくたどり着いた仮設住宅4畳半一間の不自由に囲まれた異様な空間眠れない夜が続く苛立ちと絶望が交差する先の見えない不安もうダメだ頭が変になりそうだ Als ich auf Recherche war, wurden mir alle möglichen Unterlagen gezeigt. Darunter war ein Gedichtband von Herrn Fujishima. Als ich darin las, fand ich, dass die Gedichte zwar schlicht waren, dass sie aber die Gefühle des Autors sehr gut zum Ausdruck brachten. Nachdem ich die Gedichte gelesen hatte, wollte ich den Autor kennenlernen. そうそう。うん。だから、この人も大したことかだって言ってもな、一人でいつとさ、ほら、だんだん気持ちが暗くなっからね。だよ。みんなでいればこそね、おしゃべりして元気になるけど。そうそう。うん。だから、この人も大したことかだって言ってもな、一人でいつと、どうしこもな。そうだよね。だから、私もそうだけども、 夜がしんどいのよ。一人で一人になっちゃうから。感じる。もう泣きたくなる。ここ先だと嫌だぞ。だってここが出ないねんの4畳半から。ないな。うん。なんだったらばな、おしゃべりしてずがんと食ってたのいいの私は。 早く寝るずがんなった方がいいの。いつまでもこうやってだってなんだが、テレビ無理だって。 Während der Arbeit habe ich oft geweint, weil ich mich gespiegelt sah. Ich fragte mich, ob ich weiterleben könnte, wenn ich diese Person wäre. Wenn ich den Sohn, das Haus, das Dorf, meine ganze Lebensgrundlage verloren hätte. Wenn ich alles verloren hätte. 放射能からは避難してきたけれど、お金も家も仕事も健康も人のつながりもみんな、この手から離れてしまった。いきなり狭いアパートに押し込まれ、広い空を仰ぐこともわすれるほど私たちはストレス、フルな生活を強いられた。夜になれば、 Großvater, Großmutter, Vater, Mutter, Enkel, Urenkel. 4 Generationen haben zusammengelebt. Aber jetzt sind sie in alle Winde verstreut. Gemeinschaften, die zusammen traditionelle Feste gefeiert haben, die miteinander Sake getrunken, gefeiert und manchmal auch gestritten haben. Diese Gemeinschaften wurden zerstört, auseinandergerissen. Die Machthaber wollen, dass man das nicht sieht. Denn wenn man es sieht, gibt es Probleme. Dann kann die Atomindustrie nicht expandieren. うん。そう、結局私だと思う。なんといっても、保証のくらいを守りたいんだ。うん。いいよね、今日の話。
Man muss doch die Trauer dieser Leute vermitteln. Das ist doch unsere Aufgabe. Die Leute in Fukushima haben uns jahrelang zugeliefert. Arbeitskräfte, Energie, Militär, Lebensmittel. Lange Zeit wurden wir von ihnen unterstützt. Wenn wir diese Leute anschauen, über sie nachdenken, dann ist es nicht mehr bequem für uns. Solche Existenzen unsichtbar zu machen, ist bequemer, als sie sehen zu müssen. Deswegen ist es nicht nur die Regierung, sondern auch die Allgemeinheit, die vergessen will. Man will es nicht mehr sehen, man will es nicht mehr hören.2020年東京オリンピック開催の文字が躍る。よかった。本当によかったと喜ばなければならないはずなのに、この虚の感じは何なんだろう。僕のいる日本と違う、もう一つの日本、血湧き肉躍る情熱がほとばしるはずが、どうしたというのだろう。素直に喜べない。虚しく東京電力福島第一原子力発電所の空を見る。 Bitte, Frau Oshidori. Oshidori von Asian Press. Die Unregelmäßigkeiten, die als menschliche Fehler gewertet werden, nehmen von Jahr zu Jahr zu. 2018 waren es 124 Vorfälle, 2017 waren es 106 und 2016 waren es 99. Was gedenken Sie dagegen zu unternehmen? Nun, wir informieren und führen Auffrischungskurse durch. Letztlich gibt es jedoch keine Möglichkeiten, menschliches Versagen ganz auszuschließen, da Menschen unweigerlich Fehler machen. Wir müssen aber Wege finden, um große Schäden zu verhindern, und wir müssen Maßnahmen treffen, um die Auswirkungen einzudämmen, falls es zu menschlichem Versagen kommt. Vielen Dank. Als wir mit den Recherchen begannen, sagten wir uns, auch wenn wir am Ende die Einzigen sind, wollen wir standhaft bleiben und zeigen, dass in Fukushima etwas schiefläuft und dass wir besser informiert sein müssen als alle anderen. Von Anfang an. So ist es. Auch wenn ich am Ende die Einzige bin, verfüge ich über mehr Informationen als du. Ich werde alles entlarven. In diesem Geist haben wir die Recherchen begonnen. Auch wenn wir die Einzigen sind, machen wir weiter. Genau. Aber wir wollen, dass viele sich uns anschließen. Eigentlich. Wir müssen eine Strategie entwickeln, damit sich uns mehr Leute anschließen. Von nun an. Okay, die Erklärung. Okay, Montag, den 29. Juli. Ja. Was mich persönlich sehr beschäftigt, es gibt sehr viele Fälle von menschlichem Versagen. Als im Reaktorblock 3 die Brennstäbe aus dem Lagerbecken für abgebrannte Brennelemente geholt wurden, gab es viele Zwischenfälle. Zum Beispiel wurde der Deckel einer Maschine verkehrt herum installiert. Ziemlich schlimm.
Der Rückbau wird ja noch Jahrzehnte dauern. Doch schon jetzt geht die Wachsamkeit zurück. Und die Anzahl der Mitarbeitenden, die sich nicht an die Vorschriften halten, nimmt zu. Wenn sich die Fehler weiter häufen, ist es beängstigend. Ja, wirklich. Kein gutes Resultat. Aber je mehr Leute sich interessieren, desto mehr Informationen werden publik. Und das ist für unser aller Wohl. Deswegen freue ich mich, wenn Sie unsere Recherchen und die Pressekonferenzen verfolgen und uns weiterhin zuschauen. Wir freuen uns. Vielen Dank. Und damit vielen Dank für heute. Ich denke, Fukushima oder auch Tschernobyl sind Sinnbilder für die Folgen der Massenproduktion und des Massenkonsums. Sie stehen für den Bankrott, in den uns die Gier getrieben hat. Wenn man etwas aus dem Boden wachsen lässt, dann ist der Lebensrhythmus nicht von der Bewegung des Geldes bestimmt, sondern man passt den Rhythmus den Jahreszeiten an. Dieses Feld ist daher die Basis meiner Inspiration, wenn ich mich mit Fukushima auseinandersetze. Ich bin auf einen Hügel gestiegen, von wo aus man eine gute Sicht hatte. Von dort aus sah ich die Gebäude des Atomkraftwerks. Ich war erstaunt, wie viele Hochspannungsleitungen vom Kraftwerk aus Richtung Süden führten. Dieser Anblick verdeutlichte, wie sehr wir alle mit Fukushima verbunden sind. Würde ich diesen Leitungen ganz lange folgen, dann würde ich irgendwann bei einer Steckdose in meiner Tokioter Wohnung landen. Den Menschen in Tokio fehlt dieses Bewusstsein vollkommen. Während die Modernisierung fortschreitet und das Leben immer bequemer wird und die Menschen und Waren in ständiger Bewegung sind, vergessen wir, wo die Waren eigentlich herkommen und wer sie hergestellt hat. Doch wenn wir nicht hinsehen, dann bauen wir unser Leben mit Sicherheit auch auf Menschen auf, die irgendwo auf der Welt ihrer Rechte beraubt wurden und weinen.